Ja, in der letzten Folge bei Mannerlords haben wir schon einiges entdecken können. Wir haben die Basics schon gebaut, die ersten Quests erledigt. Wir haben unsere Lager aufgebaut und sind jetzt gerade dabei, dass unser Volk sozusagen, unsere ersten paar Siedler, die eigenen Wohnungen, die eigenen Häuser bauen. Und wir sehen hier, da sind sie schon gerade zu Gange, haben auch schon den Grundstein quasi gelegt. Hier über mir, der Ochsenkarren kehrt auch hier mehr Baumaterialien ran. Das heißt, es wächst langsam, es gedeiht und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es in diesem Teil weitergeht. Ja, also, dann gucken wir doch mal, was hier so passiert. Wie gerade schon gesagt, wir haben ja zuletzt schon einiges aufgebaut. Wir haben einen relativ großflächigen Bereich hier und ich habe das relativ großzügig auch alles gestaltet, damit wir eben die Chance haben, die Bereiche so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr einzuteilen. Dass man vielleicht einen Wohnbereich hat, einen Marktplatzbereich, wo die ganzen wichtigen Gewerke auch sind, wo die hinkommen. Und man weiß ja auch immer nicht, was noch alles kommt und was wir alles noch bauen müssen und sollen. Von daher lasse ich erstmal anfangs ein bisschen Platz und wir sehen hier gerade in dem Bereich, ich mache mal ein bisschen schneller, bauen sie hier gerade ja schon das erste Haus auf. Musik nach wie vor leider nicht großartig einstellbar. Ja, also die schallert halt schön im Hintergrund, da können wir leider nichts machen. Aber das Ganze sieht bisher schon richtig, richtig gut aus. Wie gesagt, rein optisch, ne, wie das schon gemacht ist, die Lichteffekte hier. Man kann halt super nah ranzoomen. Guckt euch das an, Alter. Mega krass, wie das alles schön gemacht ist. Und natürlich auch super weit rauszoomen. Und hat hier quasi alles in der Übersicht. Das gesamte Land, beziehungsweise dann die Übersichtsmap und die Nachbarländereien und sowas alles. Also richtig gut. Wir sehen hier das Trading, was halt später wahrscheinlich noch wichtig wird. Mit wem tradet man was? Zack, zoomen wir mal wieder rein hier schnell. Ja, das ist unser kleines Dorf bisher. So sieht es aus. Wir haben immer noch die Zelte hier. Das war unser Zeltlager. Damit haben wir gestartet und hatten nicht wirklich viel. Und ich bin ein bisschen weiter runtergezogen, denn ich hätte gerne oder ich wollte gerne diese Straßen. Das heißt, unsere City quasi direkt draufgesetzt auf so eine Kreuzung, auf so ein Dreieck hier. Drei Straßen und wir sind quasi das Zentrum, das Handelszentrum. Das wäre halt so die Idee. Ob das jetzt so sinnvoll ist, werden wir irgendwann später sehen. Aber in der Regel war es früher so, dass ja auch die großen Städten an Handelsstraßen dann irgendwann gewachsen sind und saßen. Das hat halt immer schon Vorteile gebracht und ich hoffe, dass wir hier eben auch ja, von vielen Händlern irgendwie besucht werden. Ich hatte schon einen Händler hier, hier ist schon einer vorbeigefahren, aber ich habe eben noch keinen Marktplatzbereich. Von daher, guck mal, wie das hier weitergeht, ne? Ist auch einfach krass, Alter. Es ist auch einfach schick. Es sieht auch einfach gut aus. Da kann man einfach schon mal rumrennen und ein bisschen angeln gehen. Sehr, sehr, sehr cool, ey. Ja, und wie gesagt, hier in dem Bereich, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Also wir sind ja echt in den Basics. Hier in der Area, da sehen wir es schon durch. Hier sind jede Menge Hirsche. Hier können wir auf jeden Fall noch jagen gehen. Wir haben, genau, hier ist so ein Steinbereich. Wir haben hier ganz hinten so ein paar Berries. Die sind leider ziemlich weit weg, aber die helfen auch schon. Was war das hier? Iron. Also hier muss irgendwo auch unterirdisch ein bisschen Eisen sein. Das ist ganz gut. Was halt auch sehr, sehr cool ist, es gibt verschiedene Fruchtbarkeitsbereiche für den Ackerbau. Auch das müssen wir im Blick behalten. Ah, oh, guck mal hier. Ist es schon fertig? Nee, fast. Er macht noch so ein bisschen Gartenarbeit, damit es dann auch final ist hier. Da ist er dran am Malochen. Irgendwas macht er da gerade drin. Und auch hier wieder schön Lehm verputzt. Holz, Lehm verputzt.
Und ohne Scheiß, es kommt mir halt wirklich vor, wie so eine frühe Siedlung. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie so Wikinger-mäßig, Haitabu oder was. Wenn du da diese kleinen Zäune hast, so ein bisschen was abgesteckt, einen kleinen Bereich. Ach, guck mal, da hinten geht es sogar wieder raus. Da hinten wird es dann wieder rausgehen. Ja, und die haben jetzt hier ein Stückchen Land. Die haben jetzt hier ihr Stückchen Land. Und das Stückchen Land ist groß genug für diese Bewohner, damit man es wohl upgraden kann. Das heißt, wir haben jetzt hier ein kleines Lager wohl auch. Vielleicht kommt da ja sogar noch Vieh. Ein Blumsklo, ganz wichtig. Ein Lokus, sehr schön. Und das ist... Ja, das ist so ein bisschen so ein Lager hier. Und das... Oh! Und die erste Frau, die hier rumrennt. Was macht sie denn? Was machen sie denn? Ah, Water. Die holt Wasser. Ah, die holen Wasser am Brunnen hier. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Plan funktioniert. Genau, das ist halt der Plan. Ne, jetzt von der Obenansicht. Ich werde das hier unten hin auch nochmal so weitermachen. Dass wir hier dann vielleicht auch nochmal Häuser unten hinkriegen. Und dann haben wir jetzt schon die Oberansicht vom Dorf. Das heißt, hier in der Mitte ist schon markiert für Markt Area. Hier sind die Lager. Hier kommen noch so andere, keine Ahnung, was wir noch brauchen hier. So eine Taverne und weiß der Geier was, das muss ja eigentlich auch noch alles hin. Dann ist der Brunnen hier in der Mitte. Hier unten können noch weitere Häuser hin. Mit Garten nach hinten. Jetzt muss ich hier natürlich aufpassen, dass dann hier der Jäger auch noch irgendwo hinkommt. Cool, genau das, genau so soll das sein. Machen wir das mal weg. Wir können hier so ein bisschen... Ah, die Ochsenstack. Okay, hier gibt es tatsächlich noch so ein bisschen was man melden kann. Das hatte ich ja beim letzten Mal. Der Ochse hang irgendwie fest und auf einmal ging es nicht weiter. Wir sind auch gerade schon relativ weit. Wir sind im Herbst. Und ich muss mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. Denn wenn mich nicht alles täuscht... Ich brauche irgendwie Feuerholz. Ich brauche Feuerholz, ey. Für den Winter. So, die bauen jetzt hier die Hütten. Ich lasse mir weiter Holz schleppen. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Nahrungsmittel kommen auch an. Genau, das sind die Berries und Brot. Da kommt er angeschleppt mit seinen Berries. Zack, jawohl. 34 Berries, 10 Brote nur noch. Aber wir haben immerhin noch Beeren. Das ist eigentlich nicht so viel, ne? Wenn man überlegt, du musst den ganzen Winter über nur Beeren essen. Nichts anderes. Dann wird's aber wild, ey. Und vor allem kriegst du da einen ordentlich Flotten. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, so ein paar Rüben oder sowas wäre halt nicht schlecht, ne? Alter, wie es einfach aussieht, ne? Wie es einfach aussieht. Ich glaube, das war eine gute Idee. Schön hier die 5 nebeneinander. Mal gucken, ob die so ein bisschen unterschiedlich sind. Sieht ja schon so aus. Ja, der hat hier so einen Seiteneingang. Die haben da doch ein bisschen Bock auf Individualität. Sehr schön. Haben da ihr kleines Gärtchen. Hinten versteckt in den Büsche. Das stille Örtchen, jawohl. Und dann geht's hier ran an die nächste Bude. Und sie sind alle mit dran jetzt gerade. Sie sind alle mit dran. Das ist gut. Sie malochen alle mit, bis auf der Nahrungsmittel holt. Und der nächste Punkt wird auf jeden Fall sein, dass wenn das fertig gebaut ist, wir haben dann überall... Ich guck gerade, wo die Frauen sind. Rennt nicht rum. Wir haben dann... Überall für jede Familie ein Haus oder für jeden Mann, beziehungsweise dann kommt ja die Frau mit dazu. Guck mal, hier wird gekocht.
Darf ich mal reingucken? Hallo? Nichts zu sehen, okay. Dann brauchen wir Feuerholz. Denn, das hatte ich hier schon gesehen, genau, was benötigt wird. Food haben die. Number of food types. Die hätten aber, glaube ich, gerne zwei, ne? Klamotten. Entertainment, also guten Stoff. Und Church Level in Town, okay. Construct Extension. Extension can provide additional resources yield. Case of... Oh, da war ein Plus. Da war so ein Plusmännchen gerade zu sehen hier oben. Die versorgen sich dann selbst. Die versorgen sich selbst. Ich kann den Gemüsegarten machen, Hühnergarten. Soll ich das schon machen? Das kostet mich doch nichts, ne? Doch, es kostet ein Werkzeug. Und ich habe kein Werkzeug. Aufpassen. Nicht, dass ich gleich irgendwann ein wichtiges Gebäude nicht bauen kann, weil ich dann sowas gebaut habe. Soweit ich weiß, waren Werkzeuge übelst knapp. Eins Werkzeug ist hier noch, Tool. Und ich weiß nicht, woher ich die bekomme. Alter, wie es einfach nass wird. Guck mal hier. Wie es einfach nass wird, der arme Ochs. Auch komplett nass. Und es sieht richtig nass aus. Alter, es ist so cool. Guck dir das an. Die Reflexion unten. Ist das der Hammer. Und die Dudes sind... Sind die nass? Er sieht zumindest dunkel aus. Ja doch, er ist so ein bisschen glänzend. Mit seiner Kapuze auch. Alter, wie das aussieht. Hier die Pfützen. Ist das der Hammer, oder? Einfach gut, ey. Einfach gut. Respekt. Krass. Comforts, Confenciences. Was will er? A woman walks past you. She walk. Burgish Plot Level 2. Ja, das ist ja genau das, was ich gerade... Food Stall? Firewood Stall? If you only have for us a marketplace. Ja, ich muss das mit diesem Firewood machen, ey. Wir haben bald Winter. Construct Food Firewood, okay. Wo kriegen wir Firewood her? Oh, also, erstmal, okay, es ist auf langsam. Wir brauchen Firewood. Ich hätte gerne den Firewood-Typen. Hier wird schon Holz gehackt. Hier unten ist das Wild. Da darf nicht zu viel weg. Ich hätte es, glaube ich, gerne hier oben irgendwie. Weil das reicht mir, glaube ich, das kann alles weg. Und wenn er hier fertig ist, wenn hier nichts mehr steht, dann, und dann kommen hier halt Felder hin oder sowas. Warte mal. Nee. Zurück. Gathering. Hier, Firewood. So. Kriegen wir den hier so dran? Das wäre doch gut. Hier am. Ah, dann ist schon direkt am Marktplatz, ne? Ja, aber nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Den machen wir mal hier und wenn er irgendwann stört, kommt er weg. So. Dann haben wir das nämlich auch in der Nähe hier von dem Lager. So, was haben wir noch? Zum Aufforsten? Ja, später. Hunting.
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es irgendwie übertreibe und gleich irgendwas fehlt mir oder sowas. Weil gerade dieses eine Werkzeug, dieses eine Tool, ich habe noch nichts, um Werkzeuge herzustellen. Nachher stehe ich hier und habe irgendeinen Blödsinn gebaut. Hier. Schmitty. Use Iron. Das heißt aber, ich brauche vorher irgendwie so eine Mine. Eine Brauerei. Ein Malz. Ein Malthaus. Da wird gemälzt. Und dann Bier produziert. Pantry and Limit Rate. Was für ein Limit? Pantry Limit. Build more Granaries. Granary. Oh, wait. Stopp. Roter Bereich. Number of months before supplies run out. Oh ja, zum Glück wird er jetzt gerade gebaut. Prio 1, Alter. Ich habe aber nur noch 6 Monate, bis kein Food mehr da ist. Oh, ich glaube, ich habe zu lange gewartet. Ich glaube, ich habe zu lange gewartet. Wir müssen den Ochsen essen. Wir brauchen dieses Jäger, das Jägerdingen hier. Guck mal, hier ist die Area. Darf der da rein? Der dürfte... Nee, warte mal. Overlaps with animal habitat. Okay, das wollen wir nicht. Hier ist besser, direkt am Rand. Okay, wir stecken den... Ich kann das ja irgendwie drehen oder so. Ich kann das doch hier so... Hier so einfach an den Rand. Ich mach den hier so einfach an den Rand. So. Let's go. Und dann mache ich aber auch schon direkt eine Straße hier dran. Von da. Was war das denn hier noch? Das war der Ochsenkarren-Dude, ne? Nach da. Geht das? Nach da. So rum. Und vielleicht sollt ihr auch hier hinten schon mal irgendwie was rummachen, oder? Guck mal so. Kann man cool bauen irgendwie. Sieht gut aus. Ah, guck mal, ich kann erst so connecten. Ja, das bauen wir jetzt. Und dann machen wir hier nochmal so eine Connection. Und dann machen wir das hier noch so rüber. Und dann bauen wir. Ja, cool. Genau so. Genau, kommt hier so der Marktplatz hin. Hier kommen noch so andere Gebäude irgendwie dran. Das ist schon connected hier. Hier kommen noch die anderen Häuser halt hin. Hier ist der Jäger. Ja, cool. Guck mal, wie es jetzt schon dörflich aussieht, ne? Vorher war schon Katastrophe und jetzt so langsam hat es schon fast so Dorfstyle. Alter, wie es einfach aussieht, ey. Wie es einfach gut aussieht, ey. Herbstwetter, mistiges Wetter, klar. Aber du bist halt mitten in so einem mittelalterlichen Dorf. Cool. Ein bisschen lauter hier. Ohne Scheiße, ich hätte ja die Musik, würde ich ja komplett runterstellen. Und ich hätte nur dieses Feeling. Die Leute, die so rumrennen, das Gemurmel im Hintergrund. Einer ist da am Malochen, dengelt da gerade seine Sense wieder scharf und so Sachen. Einfach geil. So, vom Feeling einfach. Dann sind sie ja am Malochen. Die bauen doch hier gerade das Haus wieder, oder? Genau. Ach, ist das cool, ey. So, jetzt nochmal eben einstellen. Dass es nicht zu laut ist. Ich glaube, so passt es, ne? Sehr, sehr, sehr schön. So, wie ist das denn jetzt hier?
Machen wir mal erstmal nach Prio. Ich muss mal ein bisschen schneller machen. Ich sehe leider nicht so genau, wo und wann so ein Monat vorbei ist, wie viel Zeit man hat. Das sehe ich nicht so gut, ey. Guck mal, jetzt kommt die Sonne raus, ey. Perfekt. Mal gucken, wie lange das dauert, bis so die Pfützen weg sind. Ob die überhaupt weggehen? So, jetzt bauen sie das Teil mit vereinten Kräften. Eins, zwei, warte mal, wie viele Leute haben wir denn jetzt hier schon? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben? Da hinten ist die Frau mit dem... Ach, guck mal, die Frau ist jetzt hier unterwegs mit dem Ochsen. Acht, 15. Ja, das ist ja super. So, jetzt geht's weiter hier zur Jägerhütte. Die ist hier so ein bisschen versteckt. Das Jägercamp. Und da setzen wir auch sofort zwei Leute ein. Hab ich zwei Leute? Nee, ich hab nur einen. Okay. So. Wir brauchen aber hier dringend jemanden. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Wait a minute. Holz ist auch nur noch einer. Der kommt hier raus. Und der kommt hier raus. Und die kommen hier beide rein. Wir brauchen Brennholz. Ganz schnell. Wir haben nur für 2 Monate Brennholz. Und wenn jetzt bald Winter kommt, das sind bestimmt nicht nur 2 Monate Winter. Und für 7 Monate Food. Gehen die jagen? Der eine Dude? Bestimmt. Das ist so cool, ne? Ohne Scheiß, es soll ja... Ah, da fallen die ersten Bäume. Es soll ja später noch in Richtung taktische Kriegsführung und sowas alles gehen. Das brauche ich gar nicht. Ich will einfach nur meine City hier bauen, mein Dorf ausbauen und gucken, wie das wächst. Ich brauche überhaupt kein Battlefield. Das geht auch einfach so, ey. Ich frage mich gerade, warum hier jetzt gerade so viele die Berries farmen. Hier ist eine eingestellt und hier hinten rennen 3 Leute rum. Oder sogar 4. Guck mal, sie schleppt Beeren. Ob die nichts zu tun haben? Ah, sie hacken Holz. Aber das sollen sie auch, zu zweit. Jawohl, gib Gas. Das sind die Holzhacker. Das ist schon mal gut. Holzhacker haben wir. Oh wait, ist es das hier? Das ist der Timer. Ist das der Timer? Läuft der ab? Nee. Doch? Keine Ahnung. Nee, nicht wirklich. So, Construction. Food Stall, Firewood Stall und wo ist das andere Dingen? Logging Wood... Firewood hatte ich doch jetzt, baue ich doch gerade, aber es ist nicht dieses Stall. Ist es das? Ist es? Das sind die Dinger. Okay, willkommen auf dem Marktplatz. Clothings. Wir haben doch überhaupt keine, nichts für Klamotten. Nahrungsmittel. Nahrungsmittel machen wir mal direkt hier in der Nähe auch von dem Teil. Muss das so sein? Darf ich das so? Oh, warte mal. Jetzt wäre es connected. Ah, jetzt ist es auch connected. So ist es nicht connected. Kann ich den Bereich hier nochmal verändern? Nö. Kann ich den Bereich hier nicht abreißen? Das ist eigenartig. Vielleicht geht es, vielleicht auch nicht. Cancel. House Position.
Oh, wait, doch, 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 hier, 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 hier. Connected to road. Demolish. Ich könnte es jetzt komplett abreißen. Ich mache das mal und setze das nochmal neu. Und zwar anhand der Straßen hätte ich das gerne. Komplett. 1, 2, 3. Und da müssten wir hier... Vielleicht fangen wir hier an, weil das so eine Rundung hier ist. Und ich hätte es gerne hier irgendwie mehr so dran. Na, geht wohl nicht. 2, 3. Und dann geht es hier aber... Gerade ging es genau in die Ecke rein. So, das ist jetzt Marktplatz. Ist das so okay? Werden wir sehen. So, jetzt machen wir das hier nochmal. Hier oben Food direkt nebendran. Ne, wird nicht besser. Okay, es würde aber so hier gehen. Oder ich mach's hier. Ne, ich mach's auf die Seite. An der Straße. Ach, guck mal, jetzt ziehen sich hier sogar so Karren rüber. So Wege rüber. Das ist ja verrückt. Aber funktioniert wahrscheinlich. Dann machen wir Holz. Hätte ich ja gern hier unten gehabt. Das machen wir hier hin. Da ziehen sie auch so Wege quer rüber. Und das nächste sind Klamotten. Die machen wir vielleicht auch hier so hin. Oder die machen wir hier in der Mitte. Können wir auch in der Mitte machen. Die machen wir einfach mal hier in der Mitte. So. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Markt-Area, Markt-Szenario. Ein bisschen wild, dass die hier einfach querbeet diese Wege machen. Vielleicht hätte ich das gar nicht so groß machen müssen mit diesem Markt. Aber ich weiß man ja erstmal nicht, ne? Kann man ja immer noch abreißen, neu machen. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Achso, ja gut, das läuft, das läuft. Das sind jetzt die drei Dinger, die werden gebaut. Das ist eine Frau wieder, ne? Ja! Die Barbara. Die Barbara malocht mit dem Ochsen, bringt hier alles zum Marktplatz hin. Und Linhard, der rennt sofort hin und baut, weil er Bock drauf hat. Und hier hängt Tier. Ihh, tote Tiere. Abgefahren. Dass es auch alles draußen gelagert wird, ne? Und nicht... Und sie holt das nächste Holz. Direkt von hier. Ja, sehr gut, ey. Aber ohne Scheiß, da sieht man mal, ne? Wie dreckig das war. Im Mittelalter. Überall Schlamm und Matsch und deine Klamotten und Regen und Dreck und... Ah. Und dann gehst du nach Hause und dann hast du da auch noch Flöhe, Ratten und Mäuse. Alter, ey. War einfach anders geil. Zum Glück, dass man jetzt hier schön am Schreibtisch sitzt, im Trockenen und Warmen. Ah, und sich das nur so anguckt. Wie es hätte sein können. So. Viel angenehmer. Jetzt weißt du schon gar nicht mehr, wo ist denn hier jetzt die Hauptstraße? Und wo ist, ist halt nur noch ein einziges Matschfeld hier, ey. Abgefahren. Okay, wir bauen 1, 2, 3 Sachen. Wir müssen upgraden. Ach, warte mal, wir holen ja gerade schon... Oh, Häkchen dran, Häkchen dran. Klamotten haben wir noch nicht. Aber die werden vielleicht gleich gebaut und dann haben wir es. Und dann fehlt noch so ein Kirchending hier wahrscheinlich, ne? Alter, eine Sauferei brauchen wir noch und eine Beterei. Guck mal, hier ist das erste Ding hier, oder? Ist das ein Markt? Food. Cool. Come on, people. Get to work. Get to work. Los, Leute. Geht arbeiten.
Macht mal was hier. Für die Community, Alden. So geht das. Macht mal was für die Com, ey. Einfach mal ein Abo dalassen oder sowas, ne? Für die Com, Alter. So ein Ding ist das. Haben sie schon gesagt hier, die Dudes, ey. Selbst der Jägermeister, der hat gerade nichts zu tun. Dann geht er doch mal eben schnell hier, zack, auf den Abo-Knopf gedrückt. Ha! Tja. Theoretisch sollen da Leute rein. Die Frage ist, gehen da welche rein, wenn sie Zeit haben? Oder gehen da nur welche rein, wenn sie gerade irgendwie können? Wait a minute. Ich muss mal hier einen rausnehmen. Und ich muss ihn hier nochmal reintun. Weil das ist nämlich einer, der Waren holt. Und wenn jetzt hier nämlich das ganze Feuerholz rumliegt, guck mal, wir haben schon 24 Stück und es ist noch nichts im Lager. Oder beim Händler, Market Area, dann ist das ja wieder schlecht. So, es ist alles connected. Hier fehlt übrigens auch einer, ne? Da fehlt auch jemand. 2, 3, 4, 5. Ohne Scheiß, ich hab ein bisschen. Da brauche ich das für, da brauche ich das für. Nicht, dass mir gleich irgendwas fehlt, ne? Ach, guck mal, hier sind die Peoples aus dieser. Er ist der Jäger, Dude, da ist er. Oh, guck mal, wie er jagen geht. Ja, Alter, ich weiß ja nicht, wo du hingeschossen hast, ne? Aber es war ein ganz guter Lockschuss. Der röhrende Hirsch, Alter. Da hat er ihn, da hat er schon was. Da hat er was! Alter, da schleppt er den Hirsch hier rum. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und jetzt wird hier zerlegt, oder? Aufgehangen? Ja. Zack, zack. Hängt. Und dann wird hier alles schön auseinandergenommen. Krass. Und gleich hast du da so einen halben Hahn, oder was? Ja, läuft. Es wird, glaube ich, gar nicht mehr richtig trocken hier in der Area. So, jetzt ist die Frage. Ah, gucke mal. Hier wird versorgt. Und sie holt sich Sachen. Er holt Lebensmittel hier raus. Bringt das dahin. Und gib ihm. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Wir haben hier noch einen Arbeiter. Wir haben 20 Firewood. Das Firewood kommt auch rein, so langsam. Sehr gut. Und hier kommt Meat rein. Sehr gut. Und hier geht es raus ans Volk, sozusagen. Okay, ich mache noch mal ein bisschen schneller. Unten wird wieder Holz geholt. Das ist auch gut. Konstant. Wie viel Holz haben wir? Wir haben 119 Food. Wir haben Timber, 50 Holz. Ich glaube, wir warten mal eben mit dem Holz ein bisschen. Wir nehmen den mal raus hier mit dem Holz jetzt. 50 Holz. Wir werden wahrscheinlich eh anfangs nicht mehr so ganz viel bauen. Und dadurch, dass er jetzt Freizeit hat, kann er was anderes machen. Da ist so ein Händlertyp. Pause, Pause, Pause. Ey, Händler.
Den kann ich aber nicht irgendwie anlocken, oder? Traveling Merchant. Reisender Händler. Der kommt bestimmt erst, wenn ich sowas habe. Ein Trading Post. Schade. Ah, guck mal, hier ist er. Guck mal. Jetzt nimmt er nämlich die Karre und geht rüber und holt hier das Fleisch ab. Und denn er hilft ihm hier. Beim Schächten. Die produzieren ganz gut. Ja, top. Also ich habe Work Area empty. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ah. Pause. Wir haben... Oh, seasonal. Okay, kein Arbeiter mehr hierhin. Alle raus. Wobei, das muss noch leer gemacht werden. Nicht alle raus. Jetzt ist es zu spät. Ich hoffe, es wird alles noch alles rausgeholt. Aber dadurch, dass die Jahreszeit jetzt vorbei ist für die Beeren, ich hoffe, ich überlebe den Winter, ne? Dafür, dass die Jahreszeit vorbei ist mit den Beeren. Ich frage mich, wie ich mehr Leute kriege. Sind die am Knattern hier? Warte mal, wir hatten doch gerade schon reingeguckt. People. Jacob. Was ist das? Oh, der ist hier drin. Okay. Ist hier drin. Auch. Und ist draußen im Camp. Ist hier drin und ist draußen. Sehen wir irgendwelche weiteren Infos dazu? Und ab welchem... Was, wie sieht's hier aus? Hans. Nickel. Haben die nur Männer? Haben die nur Jungs? Ich glaube, es werden nur Männer geboren. Ich glaube, es werden nur Männer geboren. Die kriegen dann neue Häuser und kriegen automatisch eine neue Frau dazu. Kann das sein? Ist das so? Soll das so sein? Ist das der Plan? Ich glaube, das ist so, ne? Könnte sein, dass das, könnte sein, dass das so ist. Werden wir sehen. Nächste Generation, vielleicht ist es sogar schon nächstes Jahr. Ich habe hier theoretisch überall einen reingestellt, ne? Hier ist auch theoretisch einer. Noch mal ein bisschen schneller. Und hier steht jetzt wirklich einer. Aber was macht der denn jetzt hier? Doch, der gibt den Leuten was. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich hocke da jetzt gerade immer noch vor. Wir müssen die Dinger, also zwei davon... Nee, drei. Drei von diesen Häusern als Level, als Aufgabe auf Level 2 bringen. Upgrade to Level 2. Braucht 4 Holz. Sind es also schon mal 4, 8, 12. Haben wir aber genug. Grant a Development Point. Requirements. All of the green requirements must be met. Wir haben mehr als genug Food. Keine Klamotten. Der auch. Oh wait, der auch. Hallo. Die haben auch. Die haben alle genug Food. Okay. Bitte. Bitte nicht mehr. Bitte aufhören. Alter, geht das jetzt gleich? Wird das gleich alles? Geht das kaputt? Schlepp bitte alles wieder zurück. Jetzt liegt das hier alles rum. Jetzt geht er hier hin, oder was? Ja, warte mal. Jetzt holt er Holz. Tatsächlich. Firewood.
Alter, wenn hier gleich alles kaputt geht, ne? So. Und irgendwer ist hier schon angestellt. Ich weiß gar nicht, wer das ist. People. Achso, warte mal. Hier, ist da drin. Macht aber nichts. Doch, jetzt hier, renn da rum. Was macht er denn? Ich meine, wir können ja auch... Wir haben ja noch nichts für Klamotten. Muss ich noch was bauen? Schnell Pause. Was kann ich noch bauen? Wir kriegen Leder. Wir kriegen Felle. Ich müsste gerben. Wolle haben wir noch nicht. Farm haben wir noch nicht. Hier. Leather und Klamotten. Okay. Wir brauchen so einen Lederdude. Das machen wir hier hinten in dem Bereich. In der Nähe, direkt in der Nähe von dem Killertypen hier. Und wir machen Klamotten. Oh, wait. Der macht converts wool into garn, flax into lin. Okay, das brauchen wir nicht. Fell in Leder. Vielleicht brauchen wir das doch nicht mit dem Leder. Wie kriegen wir denn... Schwierig, schwierig. Aber es ist ja abzusehen, dass es schwierig ist. Vielleicht sollten wir einen Trading Post machen, damit wir Sachen bekommen. Und so eine Church brauchen wir auch noch. Alter, ist die riesig. Ja, die machen wir aber hier oben, ne? Hatten wir doch schon gesagt. Die machen wir irgendwie hier oben. Not enough resources. Was auch immer wir brauchen. Holzer. Habe ich gerade das Holz verbraucht? Timber 4, kann das sein? Tatsächlich. Firewood 60, Timber 4. Bitte wieder timbern. Ich habe noch nicht die passenden Ressourcen. Storehouse und so weiter. Ich könnte noch so einen zweiten Ochsenkarren irgendwann. So einen Ochsenführer. Habe ich aber noch nichts von. Wolle. Ja, jetzt machen wir hier so einen... Jetzt machen wir hier unten... Jetzt machen wir hier unten so einen Ledertypen. Ob das so sinnig ist? Ich glaube, ich reiße das nochmal ab. Das machen wir später. Felle nach zu Leder. Die Frage ist, machen wir... Ich mache nochmal kurz Pause. Die Frage ist, machen wir erst das oder bauen wir vielleicht erst einen Marktplatz? Oder den Schmiddi und sowas? Ne, das noch nicht. Oder falten... Sells... Surplus Goods. To passing... Das, da genau, Traveling Merchants. Siehst du, genau das ist das. Workers travel to the nearest Trade Depot and buy or sell goods. Siehst du, genau das. Ich glaube, das ist gut, ey. Kostet 4 Holz. Und wir haben exakt 4 Holz. Und das Teil... Das wäre halt so geil, wenn das hier irgendwo... Das ist ja ein Riesendingen. Oh, Alter. Wie soll ich das denn noch hier reinquetschen? Da würde es passen. Aber ich hätte es gerne hier irgendwie so zentral... Oder ich reiß das hier ab, packe ich das hier noch zwischen? Nicht richtig, ne? Hier wäre halt auch richtig gut, Hier würde ich es auch richtig feiern.
Oder ich muss es hier. Ich mache hier eine Straße quer rüber und mache es dann dahin. Oder hier außen. Wobei die Merchants, die rennen halt hier an der Hauptstraße lang. Was ist denn, wenn wir einen auf den hier machen? So, wir machen hier einfach so eine Kurve rein. So in der Art. Vielleicht sogar von hier eher. So rum um den Stein hier so herum. So. Na, das macht doch Sinn. Wir könnten hier auch immer noch wegreißen. So, dann kommt nämlich hier Remove Road mit Alt. Ah, guck mal, wie gut. Ich könnte das hier abreißen. Lasse ich jetzt erstmal noch, ist gerade nicht relevant. Guck mal, und dann passt der hier nämlich auch genau hin, ey. Cool. Ja, genau so. Ich glaube, drehen kann ich ihn jetzt nicht weiter. Ne, weil es nur dieser eine Connection Point ist. Und den hätte ich ja schon gerne hier direkt mit connected. Auch wenn es so halt cooler aussehen würde, so quer hier oben. Das muss halt anscheinend so länglich. Also machen wir es jetzt hier so hin. So, das heißt, wir haben die Marktplätze, wir haben die Markthalle. Soll das nicht tiefer? Aber ich kann das hier nicht... Oh, wait. Habe ich schon was verloren? Timber. Okay. Kann ich, und das war jetzt für mich gerade nochmal die Frage, diese Hauptstraße wegmachen? Das wäre gut. Denn dann kommt nämlich die Hauptstraße hier so ein bisschen mehr lang. Und dann ist das Gebäude hier weiter drin. Ich kann mit Alt Straßen entfernen. King's Road cannot be removed. Okay. Das war die Frage. Danke. Okay. Naja, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Okay, ich baue die Straße ein bisschen tiefer. So. Und dann bauen wir das Ding jetzt hier so ran. Guck mal, passt doch so gerade noch hier ein bisschen rum. So. Bin ich connected? Nee, war ich nicht connected. War ich nicht mit connected. Ich baue es jetzt hier hin. Dann kommt nochmal das Straßentool mit Alt Remove. Und jetzt bauen wir die Straße hier einmal so rum. Und von hier aus da so rum. Und dann haben wir das. Okay, wir lassen das erstmal so. Wird schon. Okay, weiter bauen. Weiter bauen. Wir haben einen theoretisch wieder fürs Holzhacken. Die Manpower ist natürlich am Anfang der große Knackpunkt. Ein Tool. Bisschen Feuerholz. Wait a minute. Er schleppt hier Feuerholz raus, als gibt's kein Morgen mehr. Holen die sich denn Feuerholz? Requirements. Weißt du was? Ich klicke... Ich will nicht, ey. Kann ich speichern? Ach nee, man kann noch nicht speichern. Noch nicht im Game implementiert zurzeit. Ich mach das hier mal weg, weil da war einer für gebunden. Sie holt jetzt gerade Feuerholz. Come on, people. Get to work. Es ist halt Katastrophe, ne? Dass die jetzt, dass jetzt die ganzen Waren hier rumstehen. Nachher gehen mir die Waren kaputt hier. So, sie geht jetzt zurück.
Haben wir noch jemanden, der Feuerholz macht? Da ist noch auf jeden Fall genug drin. Was ist mit den Waren da hinten von dem... Sie holt, glaube ich, immer noch Waren ab, ne? Ist das so? Werden hier immer noch Beeren abgeholt? Ich glaube, irgendwas um die 40 hatte ich. 12 nur noch, okay. Es werden sämtliche Beeren noch abgeholt. Das ist gut. Und eingelagert. Das ist doch schon mal gut. So. Sehr gut, sehr gut. Und wir kriegen 14 Felle dazu. Schön. Und sie fahren hier mit der Karre schön rum und transportieren alles weg. Oder mit dem Ochsen und bauen mehr auf. Und zwar wird jetzt einmal das hier tatsächlich schon gebaut. Das ist die, da kriegen wir jetzt Pelze und Felle. Wollte ich das bauen? Eigentlich wollte ich das nicht bauen, ne? Aber jetzt habe ich es halt schon im Auftrag. Ob das so gut ist, ey, das vermurkst mir jetzt, glaube ich, den Zeitplan, ey. Ich könnte natürlich auf Pause machen. Aber vielleicht brauchen die das, um daraus Klamotten zu machen? Das ist halt die Frage. Machen die aus ihren Fellen und aus dem Leder... Machen die daraus Klamotten? Schwer zu sagen, ey. Ich würde sagen, wir machen Pause. Wir machen Pause. Speed up. So. Damit brettern die jetzt hier weiter. Jetzt wird das erst gebaut. Das ist die Handelshalle. Da war schon wieder der nächste Trader. Siehst du? So. Als erstes diesen... Es kommt Schnee. Okay, jetzt geht's ab. Der erste Schnee fällt. Und auch der erste Schnee auf den Dächern. Es ist krass. Ei, ei, ei. Und sie warten durch den Matsch. Krass. Das erste Haus ist schon fertig. Endspurt für die Lagerhalle. Für die Handelshalle. Ich frage mich wirklich, habe ich eine Chance, das zu überleben? Wie lange geht der Winter, der Dezember? Dezember, Januar, Februar, 3 Monate. Wir haben Food für 9 Monate. Wir haben Brennmaterial für 13 Monate. Also ist doch alles gut. Ich muss mir keine Sorgen machen. Theoretisch. Wir hören hier jetzt auch auf mit dem Holz. Mit dem Brennmaterial. Da wird noch normal Holz geholt. Ich muss hier mit Sicherheit jemanden einstellen in der Trading Hall. Der mit den Leuten handelt. Wie sie das machen, ne? So gut, ey.
so gut. Das Fachwerk noch dran. Zack, zack, zack. Verstrebung unten. Da kommen bestimmt die Tiere rein. Der Jäger hat eben mitgeholfen. Nichts zu tun. Hilft eben mit. Der Holzfäller-Typ. Cool. Sehr, sehr cool. Und wir holen hier uns tatsächlich Upgrade with Trading Cards. Wir können Construction, siehste. Siehste, wir brauchen nämlich Tools. Sehr gut. Wir holen auf jeden Fall. Ja, wir brauchen jemanden, der hier arbeitet. Materials. Wir brauchen die Dinger, um unsere Hütten zu verbessern. Corpse, Food, Materials. Traveling Traders, 1. Jetzt ist die Frage, was stellen wir hier ein? Trade Rule. Don't Trade. Trade Tool. Price. Wo ist hier unser Cash? Was ist das? Import Price 6. Wo ist unser Cash? Current Trade Rule. Import only. Export only. Stone. Kann ich was anderes machen? Open Trade Overview. Damit. Das ist, also ich hocke da jetzt gerade so ein bisschen vor. Das ist das, was ich habe sozusagen. Ne, hier sieht man quasi, was ich gerade habe und so Sachen. Und die Frage ist, Materials. Wir haben Felle, Firewood. Leder haben wir später. Felle. Don't trade. Wahrscheinlich bringen die mehr. Aber warte mal, da oben steht's. Ja. Leder bringt 6. Es steckt ja mehr Arbeit drin. Lebensmittel. Beeren bringen fast gar nichts. 8. Sehr wertvoll. Fleisch. 2. Kein Wert. Tools. Import only. Target Stock. Ich hätte gern im Lager. Ja. Soll reingehen. Das ist cool. Ich hätte gern im Lager. Keine Ahnung. 5. Tools kosten nur 2. Preference Destination. Egal aus welcher Region. Ah, wir können mit verschiedenen Destinations dann traden. Alter, das wird aber noch richtig wild, ey. Import only. Das. Jetzt ist das schon hier so eingestellt. Jetzt gehe ich mal eben raus, Escape. Jetzt bin ich hier wieder drin. Die Frage ist, läuft das jetzt so? Das ist natürlich die Frage. Trade Rule Export. Das machen wir weg. Trade Rule Full Trade. Don't Trade Stone. Import Only Stock. Target 5. Genau. Stock, wir haben aktuell 1. Ich hätte gerne 5. Genau. So. Traveling Traders. Ah, wir können Trader rausschicken. Reisende Händler können wir rausschicken. Selbst. Alter, das wird so wild.
Das wird so wild, das Game. Das wird echt gut, ey. Siehste? Wer braucht denn da noch Krieg? Wer braucht denn da noch Krieg, wenn man sowas hier schon alles managen kann? Und wie es aussieht, wie es glitzert hier oben auf dem Dach. Und die ganzen Vereisungen. Dass sie überhaupt laufen können bei dem Eis. Ist der Hammer. Ist der Hammer, das Game. Macht schon richtig, richtig Bock. Vor allem macht es Bock auf viel, viel mehr. Auf viel, viel, viel mehr. Abgefahren. Also, ich würde sagen, ich werde hier nochmal reingucken, solange ich kann. Solange die Demo existiert, reingucken. Weiter rumprobieren, was geht. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Freu dich auf den nächsten Teil. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Bis dahin.